Herzlich willkommen zu Ihren SAK-TV-Nachrichten und das sind unsere Themen heute. ISH digital in den Startlöchern mit einem Klick zum Rotmessestand. Willeroy & Boch präsentiert Bad- und Wellness-Neuheiten. VDMA, bald jeder zweite Bundesbürger schöpft Potenziale von Smart Home aus und Rehau trauert um Firmengründer. Ja, in rund 8 Wochen startet die ISH diesmal nur digital. Im sogenannten ISH-Kontaktor finden Sie ab sofort die Unternehmen, die an der ISH digital teilnehmen werden. Hier können Sie sich einen ersten Überblick verschaffen, welcher digitale Aussteller vom 22. bis zum 26. März mit dabei ist. In den kommenden Wochen erwartet die Messe Frankfurt weitere Anmeldungen von Herstellern. Das Ausstellerverzeichnis wird also täglich aktualisiert. Ab Anfang Februar ist dann die Buchung des Teilnahmetickets möglich, um sich einen Platz zur ISH Digital 2021 zu sichern. Ein Aussteller, der bei der ISH Digital dabei sein wird, das ist Rot. Das Unternehmen präsentiert bereits jetzt seinen neuen virtuellen Messestand. Er beinhaltet umfassende Informationen über die Rot-Energiesysteme. SAK-Fachhandwerker, Partner des Fachgroßhandels, Architekten und Planer können sich dort digital mit ihrem Rot-Ansprechpartner zu einem geführten Rundgang treffen. Zu dem virtuellen Auftritt gibt es noch das Rot Service Extra Dienstleistungspaket. Dazu gehören Beratung, Planung, Montageservice und After-Sales Service für das vernetzte Rot Gesamtsystem. Und auch Willeroy & Boch hat Neues im Angebot. Die sogenannten Willeroy & Boch Innovation Days 2021 finden vom 15. bis zum 26. März statt. Innerhalb dieses Zeitraums gibt es regelmäßige Online-Events und Neuheitenpräsentationen. Beim Start am 15. März wird Bad- und Wellness-Vorstand Georg Lörz einen persönlichen Einblick in die Trends und Neuheiten 2021 geben. Daneben steht das Willeroy & Boch Team für individuelle Online-Termine bereit. Ab Februar können Sie sich unter der eingeblendeten Adresse für die Willeroy & Boch Innovation Days anmelden. 40% der Deutschen nutzen Smart-Home-fähige Anwendungen, Tendenz steigend. Das ist die zentrale Erkenntnis einer aktuellen repräsentativen Befragung des Marktforschungsinstituts Splendid Research. Darüber hinaus zeigten sich weitere 38% an einer Nutzung grundsätzlich interessiert. Die Befragung zeige aber auch, so der VDMA, dass Smart Home vorrangig im Bereich von Entertainment und Kommunikation eingesetzt werde, und zwar mit 63%. Auf Energiemanagement mit Fokus auf Strom- und Heizkosten fallen 55%, 38% auf Security. Die Trinkwasserinstallation steht dagegen offensichtlich noch nicht im Fokus und ihre Potenziale werden kaum ausgenutzt. Das überrasche, so der VDMA. Armaturen könnten heute weit mehr als nur Wasser abgeben. Sie seien digitale Hightech-Produkte, die die Innovationskraft der Branche eindrucksvoll belegen. Rehau trauert um seinen Firmengründer und Ehrenpräsidenten Helmut Wagner. Er starb am vergangenen Sonntag im Alter von 95 Jahren in der Schweiz im Kreis seiner Familie. Die Nachricht vom Tod des bis zuletzt hoch engagierten Gründervaters, so das Unternehmen, bewegt Rehau-Mitarbeiter rund um den Globus. Ja, soweit unsere Nachrichten für heute. Am Dienstag sehen wir uns wieder mit einer aktuellen Reportage. Bis dahin, Ihnen alles Gute.